Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trust and Betray. Zusammen mit dem Kahn und den Iskario. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Da sehr gute Einleitung. Ja, die beste Einleitung. Ever. Ach ja, was mache ich denn da? Ich flieg da gerade schon wieder weg. So. Ach, hier, Gott, das klappt nicht mit dem Fluidik. Oder muss ich jetzt von oben reinleiten, oder wie geht das? Hä? Nee. Ich hab's auch von der Seite reingeleitet, ist eigentlich vollkommen egal. Du solltest halt entsprechend einen Input machen für dein Dingens, Konfiguration vom Extruder. Dann mach ich das da, dann mach ich das da. Der Extruder hat doch auch so eine Konfiguration. Das solltest vielleicht auch den Input, den blauen, auch dementsprechend einstellen. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast. Blaues Input? Ja, blaues Input, oranges Output. Was sollte ich jetzt eigentlich wie machen? Hab ich so eingestellt. Weißt du, was die mal einbauen könnten, damit man eine noch stärkere Waffe hat als den Gleaver selbst? Aber ich kriege kein Lava rein. Eventuell braucht das Fluidduct ein Redstone-Signal. Ich teste das mal. Ich bin mir oder nicht vielleicht sicher. Eine Engine? Wie bei Feed the Beast, das Steam-Engine oder so? Nee, nein, die brauchen nicht. Das nicht. Höchstens ein Redstone-Signal. Nee, aber die brauchen auch kein Redstone-Signal, soviel ich weiß. Ich glaube nämlich auch, weil mein Fluidduct funktioniert hier ohne Redstone-Signal. Ja, und jetzt? Glaubt's gar nicht? Nee. Dann flieg ich halt doch nochmal kurz zu dir. Moment. Ich glaube, ich habe mir ein bisschen Zeug los. Ich flieg gefühlt mir beim halben Lager rum. Oh, ich bin voll und hab 15 Herzen Schaden, macht mein Lieber. Stimmt denn nicht? Immer noch zu wenig, was du fragst. Wieso kann ich nicht fliegen jetzt dann? Okay. Könnte es denn ich nicht? Verstehe es nicht. Sag mal, Rata, ich weiß, es ist viel verlangt, aber kannst du mir vielleicht auch so Exoschuhe machen? Das sind die Dinger, die am wenigsten verbrauchen. Ne? Da brauchst du schwere Bronzeplatten für. Die kriegt man aus Tin und Kupfer. Kupfer, genau. Ja, gut, kann ich dir geben, sofern ich es habe. Warte, schau ich mal nach. Wie viel braucht man dafür? Da kannst du auch selber herstellen. Ich habe keine Smeltery. Wo hast du denn die Bronzeplatten her? Hä? Ding Dong, der Techniker ist da. Ich geb dir Tin rein. Und Kupfer und du machst. Dann machst du einfach mal das Smeltery, die kannst du einfach benutzen. Nee. Okay. Wo ist denn das Ding? Ach, da. Ja, das da. Wie viel brauche ich denn davon? Oh, keine Ahnung, eine Menge. Ich habe 58 Tin-Ohr und Copper brauche ich. Warte, das habe ich da. 25 Copper-Ohr reicht nicht, ne? Copper-Ohr, so 25 wird nicht reichen. Redstone-Signal schon mal angelegt? Was habe ich angelegt? Hast du schon mal im Hebel ein Redstone-Signal angelegt? Hinten ist alles und verklinter. Okay, Leute. Das wird hier nicht aktiviert, sonst würde das hier hellrot leuchten. Der Pfeil. Ja, du brauchst die Redstone-Signal nochmal weg. Kurze Frage an dich, Rata. Ja. Bronzeplatten, braucht man das für jedes Exoteil oder nur für die Schuhe? Für alle. Boah, dann habe ich die ja gleich alle. Hm? Ich habe richtig viel Tin und richtig viel Kupfer. Aber eine Brust und sowas brauchst du eigentlich nicht. Wo kann ich denn hier noch einen Hebel hinmachen? Gar keinen Platz mehr. Naja, aber man kann auf jedes einzelne Teil dann hier Schärfe draufhauen. Ach, dann Quatsch, du brauchst das ja. Huch, jetzt hab ich gerade. Jetzt geht's. Ja, an den Fluid Duct. Was? Wir loggen eben? Sagt Bescheid, wenn ihr dazukommen könnt. Ja, wir haben gerade angefangen. Dann ist das aber doof. Dann machen wir das anders. Warte mal, dann kann ich doch genauso. Okay, du weißt jetzt, wie es geht. Jetzt kannst du es selber. Ja, überlegen. Ja, klar. Ich mache eine Redstone-Fackel. Sprachgewalt. Du Sprachgewalt steht vor der Tür. Hä? Wie? Das bist du? Iskario, tatsächlich. Ja, ich habe ihn getötet. Schon in der dritten Folge habe ich ihn getötet. Oh Mann. Guck. Mann, lass ich habe deinen Namen schon gesehen wohl. Na toll. Du beschwerst dich über Teamkill. Entschuldigung, das ist die dritte Folge, da war ja aber ein Mob, das auch in der Hölle existiert, okay? Das ist ein kleiner Unterschied. Jetzt muss der andere so irgendwie Wasser reintun oder was? Er hatte nämlich einen Monster-Lag. Er meinte, kann man das ohne irgendwie auch reintun oder? Es gibt auch eine Maschine dafür, die sammelt ständig Wasser und schiebt es dann automatisch rein. Weil er meinte so, oh nein, ich werde angegriffen und von einer Spinne. Und zwar ein Aquarius, bla bla bla. Genau. Dann hat er einen Lag und ich habe dann einfach die Spinne getötet, weil ich mir dachte, hey, vielleicht stirbt er sonst durch die Spinne und das war er aber schon. Bei ihm hat er noch gegen die Spinne gekämpft durch den Lag und so.
und hat gemeint, scheiße, ich habe so viele Lags, die Spinne, weißt du, und dann habe ich halt die Spinne attackiert und das war er dann schon. Gut. Hm. Super. So, okay, was muss ich jetzt machen? Ich muss einfach in die Smeltery die Copper Ores und die Tin Ores reinlegen. Oder wie? Ja, genau. Okay. 1, 2, 3, 4. Wie viel brauche ich denn davon? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Guckst du einfach mal ganz kurz in deine Smeltery und sagst mir, ob das eh so richtig du ist, wie ich das gerade mache. Du hast Erze, oder? Ich habe Erze, ja. Du brauchst, für, was willst du, die Schuhe müsstest du machen? Ich will eigentlich nicht alles machen, aber Schuhe ist das Erste, ja. Für die Schuhe brauchst du dann 4x Zinn und 12x Kupfererz. 4x Tin? 12x Kupfer? Ja. 12, 4, das Verhältnis 1 6, zu 7, 3. 9, 10, 11, 12. Heilige Scheiße. Warte, 1, 2, 3, 4. Das heißt, das Tin kann ich rausnehmen. Gold, Eisen, Dings. So, das heißt, das sind nur die Schuhe. Bist du behindert? Ja, das sind nur die Schuhe. Ne? Brauch ein bisschen was. Ja, auf jeden Fall. Und die Pattern hast du eh, oder? Weil ich bin. Weiß ich gar nicht, ob ich die hier habe. Aber ich befürchte, ich muss gleich nochmal zu meinem Sohn rüber. Ja, dein kleiner weint ein bisschen. Ja, ich komme gleich wieder. Okay. Okay. Frame Joint the Game. Ich bin mir da nicht so sicher, aber. Ja, wir können theoretisch noch einsteigen. Macht halt ja, eine kürzere Folge. Wir sind erst bei 6,5 Minuten. Sehe ich gerade. Ups. Mann ey. Achso, okay, dann schreibe ich nicht. Was wollte ich jetzt? War noch was? Okay. Ja, okay, danach gehe ich wahrscheinlich sowieso. So. Genau. Ich brauche die Pattern, oder? Eigentlich. Ja. Hast du die auch? Falls ja. Rathamun sie nicht hat? Ich habe die Pattern auf jeden Fall. Aber nochmal okay. Fliege ich jetzt nicht rüber zu Rather. Die müssen uns selber holen. Ja, ja, klar. Kein Problem. Wobei. Ich bin wieder da. Okay, Rather, ich schau mal ganz kurz in deinem Lagersystem, ob du die Pattern hast. Wobei, du hast sie wahrscheinlich in der Pattern-Chest, ne? Was? Ich hab keine Pattern-Chest, ne. Nee, okay. Ja, Mann, warte. Craft gerade noch irgendwas fertig. Ja, ja. Lass dir Zeit. Ich durchsuche da gerade. So. Hä? Der Aquarius braucht 3 Felder Wasser drumherum, ne? Ja. Also, ja, ich habe halt überall einen Block gemacht. Schaut halt ganz nett aus. Später. So, dann komm mal mit, ich weiß, wo die Pattern ist. Komm mal mit. Okay, ich komm mit. Ich mach mal zu bei dir. So. Ach, ist sie beim Gemeinschaftshaus? Genau, da müssen die noch sein. Ich habe noch keinen gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das geht mit den Pattern. Nein, so, ich bin auch da. So, was brauchst du das für die. Ich brauch's für alles eigentlich, für die gesamte Exo. Large Plate Chest. Genau, ja, die brauch ich. Ja, dann nimm wir die hier. Warte. Hier, liegt so rum. Danke. So, gut, dann gehen wir da raus. Kannst du nachher wieder hier hinbringen am besten, dann wissen wir mal, wo das ist. Okay, passt. Bring ich dann wieder dahin. Um die Tür zu machen. Moi. Frame ist voll der Architekt hier irgendwie. Der hat den urgeilen Garten, ohne Witz. Ja, ich hab's schon gesehen. Der Bord hat ewig groß da. Der war doch schon voll lange dran. Ja. So. Dann fliege ich da mal kurz wieder rauf. Bucket. Sonst fertig. Zwei. Oh, sie sind fertig. Juhu. Und jetzt kann ich hier rechts einfach die Pattern reinlegen, oder? Ja. Soll ich gucken kommen oder bist du sicher, wo du es reinlegen musst? So, ich bin mir sicher, warte. Dann ist ja gut. In den Casting Table habe ich es reingelegt. Auf einmal explodiert alles, pass auf. Dann dein Problem. Und jetzt nehme ich das wieder raus. Bronze Large Plate. Yes, ey! Hat funktioniert. Easy, ne? Easy, Alter. Easy going. So, dann hau ich einfach mal mein gesamtes Kupfer rein. Na, okay, nicht das gesamte, das wäre blöd. Hast du gerade mein Kupfer genommen? Nee, okay. Heilige Scheiße. Gerade bei einer Neuer oder so. Ich hab 500 Barren Kupfer, also bitte. An Karten oder so. Wie viel Kupfer brauche ich für ein Oberteil? Und wie viel Tin? Oberteil, das sind normalerweise
8 Blöcke, gell? Also. Also theoretisch muss ich eh überall Erz. Nur dieselben Patterns machen, oder? Dieselben Patterns sind das. Ja. Ja. Das wären demnach 18 gut. Erz und 3x 18, 24 Kupfer. 24 Kupfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wo ich kann zählen. 13, 14, 15, 16, 17 wahrscheinlich good. Falsch gezählt, aber ist ich egal. Ich habe keinen Platz mehr für meine Maschine, die Wasser jetzt herstellen kann. Kann ich das auch mit dem Fluidukt dann wieder dahin leiten? Wie bitte? Entschuldigung? Was? Mit dem Fluidukt kann ich das Wasser auch dahin leiten dann, ne? Der Quase Accumulator macht das automatisch. Aber mit dem Fluidukt kannst du hinleiten. Ja, ich habe keinen Platz mehr daneben. Achso, ja. Da kannst du das Ding irgendwo hinbauen. Also Leute, das ist ja dann eigentlich total einfach. Oh, ja. Sprachgewalt schwebt vor dem Haus. Diesmal aber jetzt der Richtige, nicht ich. Ich bin nämlich im Haus mit dem Namen Sprachgewalt. Muhahaha. Nein. Oh, ist noch nicht fertig. Schade. Ich baue das Ding einfach unter dem anderen Ding. 6, 7, 8. 3x8 8 ist. Bin ich doof. 24, passt. Da liegt das Ding, so. Bauen wir den, bauen wir da hin. Da bauen wir den hin. Da ist der Fluidukt. Braucht der Strom das Ding wieder, der Akkumulator? Nee, ne? Nö, beide brauchen keinen. Achso, der ist einer, hast du schon gesehen. Das einen habe ich schon gesehen, genau. Ja. Brauchen wir beide keinen. Was braucht denn das jetzt? Redstone und Orange. Und Orange stelle ich wie nochmal her? Ganz kurz, Kaden. Ja. Nochmal. 24 Kupfer und wie viel Tin war es nochmal? 8. 8, okay, danke. Ganz einfach. Ich merke mir das nicht, ey. Ah, Redstone habe ich sogar noch. Habe ich noch gelb? Oh mein Gott, mein Kupfer ist fertig, oh mein Gott, ja! Na, ich habe keine gelbe Farbe, scheiße. Ach, yeah. Gut, dann kann ich dann gleich wieder die nächste Plate fertig machen. Lol, die geht jetzt schon, WTF. Was the fuck ist los? Das ist falsch, da stimmt was nicht. Nein. Oh yes. Ich will noch irgendwo einen Ausgang machen für das Gerät. Oh, wie geil. Was ist da? Lol, nein, jetzt habe ich eine Copper Large Plate gemacht. Bin ich dumm? Der Sprachgewalt klingelt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Egal, ich hau einfach noch mehr Kupfer rein. Ach man, ist das scheiße. Kurze Frage. Nochmal, ich habe so viele Fragen heute. Wenn ich zu viel Kupfer reinlege und nur ganz wenig Tin, also zwar ausreichend Tin für eine Large Plate, macht er dann trotzdem eine Kupferplate draus, weil zu viel Kupfer drin ist, oder wie schaut's aus? Was nochmal die Frage? Also ich habe jetzt gerade über 24 Stück Kupfer reingelegt. Ja. Und, aber nur die 8 Stück Tin. Macht er da trotzdem die normalen Exoplates, oder macht er da die Kupferplates, die normalen? Weil ich zu viel Kupfer reingelegt habe. Du meinst die Bronzeplates? Musst du schauen, du kannst das, was du... Kupferplate, da steht Copper Large Plate und die Bronze Plates, genau. Ich brauche aber die Bronze. Ich hab die komische Map auf, wie krieg ich die wieder auf? Mit Welche? N? Ne, ja, diese Weltraum-Map. B? Mit... Ist es nicht B, die auf... Escape. Escape, okay. Oder Escape gesehen. Kannst du auch raus, ja. Im Zweifel Escape. Okay, meine Tin-Sachen sind fertig, jetzt müsste es wieder gehen. Zack. Du siehst doch, in der Schmelze siehst du doch die Flüssigkeiten. Zinn, Kupfer, Gedöns, je nachdem. Ja, genau. Das, was du haben willst, also in dem Fall Bronze, klickst du an, dann rutscht das nämlich ganz nach unten hin und wenn du es dann rausfließen lässt, also wenn es, ja, dann kommt auch Kupfer raus. Schmarrn, Bronze, Entschuldigung, wollte es ja Bronze. Ach ja, geil, cool, danke. Bitte. So, dann geh ich mal kurz runter und mach mir die Schuhe. Jesch, ey, jesch. Ist die gut eigentlich in Verteidigung, die Dings, oder ist die schlechter als Dias? Ich habe keine Ahnung. Die Exoskelett so ist, hat noch gar nichts drauf und ist eigentlich demnach nur optisch. Macht der gerade hier. Das, was du brauchst, musst du halt noch drauf tun. Und wie macht man das drauf? Zum Beispiel kannst du mit Quarz drauf. Schon genau, wieder Tools. Nicht Toolstation, ja, sondern Tinkerer Table. Ja, Nein, Tinkerer Table brauchst du. Brauchst du ein Crafting. Ach Leute! Brauchst du ein Crafting Station, das neben. Huch, die Spinne, Moment. Muss der Spinne töten. brauchst du ein Crafting Station, das neben einer Toolforge steht. Oder einer Tool Station. Okay. Dann wird die nicht zu Tinkerer Station. Und damit kannst du dein Exoskelett modifizieren. Okay, und wie kriege ich dann Schutz drauf? Wieso arbeitet mein Ding jetzt nicht mehr? Es wird kein nichts mehr hergestellt. Warum nicht? Ist Schutz überhaupt möglich? Auf deinem Exoskelett? Trittisch mit Eisenplatten. Was arbeitet nicht mehr? Es wurden 3 Obsidian hergestellt, jetzt wird nichts mehr hergestellt, aber mal. Hast du genügend Wasser? Ja, klar, das Ding ist voll, der unten, das Ding. Hast du gerade gesagt Eisenplatten?
Eisenplatten, ja. Also das, was du mit Bronze und Kupfer gemacht hast, mit Eisen. Oh, scheiße. Hä? Warte mal, ich komme zu dir. Ich bin jetzt geht's wieder. Jetzt läuft's. Okay. Das ist schon nur irgendwie. Aha, okay. Hey, es geht keine Lava mehr da rein, jetzt Ding. Pulver, was ist drin? Jetzt ist Wasser drin, es geht keine Lava mehr rein. Ist ja nicht. Hä? Das stimmt doch hier nicht. Das Beiß im gleichen. Egal. Ne, jetzt funktioniert es wieder. So, ich mach das einfach so und hau da noch mehr rein. Boom, 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 boom. Lava wird jetzt irgendwie gebraucht, warum? 5, 4. Auf was 3, hast du eingestellt? 2. Cobblestone oder Obsidian? Nicht, dass du jetzt irgendwas umgestellt hast aus Versehen. Okay. Obsidian passt jetzt wieder. Okay. Ach, by the way, wir sollen auf die anderen warten, ne? Also mit der nächsten Aufnahme dann. Ja. Okay. Vielleicht mache ich doch noch eine. Ich bin gerade so produktiv. Rata hat aber. Ach, du hast nur die Schuhe an. Okay. Hast du noch gar nicht das ganze Exo-Skeleton? Ich mache den Rest nicht aus. Ich will den Rest dir machen und dann verzaubern. Ach so. Ist es besser oder was? Ja. Wirklich? Kommt drauf an. Ich bin gerade verarscht. Aber okay. Was machen wir? Na, kommt drauf an, ob du auf die Modifier Eisen drauf haust, ne? Ja. Stimmt's? Ja, kommt immer so ein bisschen drauf an, was du machst. Das heißt, theoretisch kannst du auf deine Chestplate, die am meisten aushält, Schärfe draufhauen und auf die Hose zum Beispiel Verteidigung. Dann hast du trotzdem eine gute Rüstung, ne? Ja. Spiel mobbt mich. Oh, die haben auch Zeit, die können sich jetzt mal eben gucken. Molten Tin, Molten Bronze. Ingots 20, zu wenig. Los, mach weiter mit dem Kopper. Los, achso, ich brauche noch mehr Tin. Bam, 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 bam. Los, verbrenne weiter. Molten Bronze habe ich 20 Ingots, das ist nicht ausreichend. Aber theoretisch könnt ihr es auch im Induction-Smelter auch machen, oder? Boah, diese Obsidian-Herstellung kostet aber richtig viel Lava. Ja, halt einen Eimer, was 1000 Millibuckets sind. Ja, aber mein Tank wird richtig leer gesaugt. Also meine unendliche Lava-Produktion ist nicht mehr unendlich. Wie? Man braucht so viel, das Zeug. Dann hast du irgendeinen Fehler drin. Weil bei mir läuft alles perfekt. Und vielleicht braucht mein anderer Gerät dann noch so viel Strom zusätzlich. Das kann vielleicht sein. Dann kommt es nicht hinterher mit dem Nachproduzieren. Dann muss ich wohl mehrere von den Dingern hinstellen. Hm. Yes, Alter, ich habe genug Bronze für alles, ey, was los? Ja, vielleicht baue ich das nochmal um. Okay, das ist eine gute Idee eigentlich. Dann machen wir mal hier das Lava aus gerade. Oh Mann, ich bin gleich fertig, Leute. Bin gleich fertig. Dabei kann ich mein Eisen holen gehen, oder? Würde ich sagen. Oh nee, jetzt brauche ich nochmal Quarz oder was? Ach, ist das scheiße. Nur am Beschweren. Ja, also ich war doch gerade erst in der Hölle. Eieiei. Rata, hast du einen Magma Fabricator und einen. Wie heißt das andere? Und einen. Du meinst einen Lava-Fabricator und einen Magnetic Dynamum, ja? Ja, genau. Das hast du? Ja, wieso? Sollte eigentlich ausreichen, wenn du das richtig machst. Hast du ein Storage-Modul dazwischen gestellt? Nein. Ja, dann mach das. Es reicht, ich meine, Maschinen brauchen zu viel. Ich ja, hab im Normalfall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Maschinen dran. Ja, klar, aber im Normalfall geht's nicht, dass es zu viele Maschinen sind, weil das ist unendliche Lava-Quelle, also das sollte reichen. Ja, aber wenn ich aber die Lava zu schnell verbrauche, dann. Ja, dann mach halt den Output langsamer, den Input langsamer. Dann hast du halt weniger Energie pro Maschine. Wo mach ich das denn langsamer? Du kannst noch. Wie bitte? Was? Wo mache ich das denn langsamer? Du hast ja bei. Warte kurz. Bei welcher Maschine bist du gerade? Was? Ne, wenn, dann muss ich die hier langsam machen für den Obsidian. Die rechte da. Ja, ich hab die sowieso gerade abgekämpft. Die siehst du ja gar nicht dran. Ja, hier oben, schau, guck mal. Du hast Configuration. Da hast du einen Output. Ja? Genau. Ja. Du hast aber. Wo ist deine. Dein. Nicht Pulverizer, sondern. Wo ist das, was die Energie erstellt bei dir? Lava Fabricator, da. Genau. Gut, und wo hast du denn. Da ist Dynamo, genau. Mhm. Da hast du jetzt nicht Disabled, sondern Power Output und Power Input. Siehst du das oben rechts beim Magmatic Dynamo? Oben rechts dieses Ding da, ja? Genau, du hast einen Output von 80 und einen Maximum Power von 80. Ja. Und null gestorte Energy. Also im Normalfall haben die hier rechts daneben der. Hä? Das ist uncool. Das ist richtig uncool gerade.
Oh, guckst du, der Induction-Smelter macht gar nichts, der hat Strom. Ja klar, aber im Normalfall kann man einstellen, wie viel Input man haben will bei den Maschinen. Wenn ich mich jetzt gerade gar nicht so irre. Also im Normalfall, also im Singleplayer, in der Singleplayer-Map, konnte ich einstellen, was ich haben möchte. Also ob ich jetzt da einen Input von 40 haben wollte oder so. Aber am besten du stellst irgendein Storage-Modul daneben hin, weil dann geht es sich sowieso aus, weil dann immer 500.000 Energie gestoraged wird. Und du hast unendlich dann eigentlich. Boah, mehr als 500.000 angehen. Ja, nein. Ob 500.000 oder 5 Millionen, ich weiß es nicht. Aber es wird halt immer gestoraged, das heißt, du. Ne, ich denke, ich komme einfach ein zweites Lava-Fabrikator und mit Dynamo hin. Okay. Ja, ich meine, im Normalfall, du brauchst einfach nur ein Storage, weil dann. Der Storage entlädt sich und währenddessen ladest du aber schon wieder den Storage auf, weißt du? Also, das ist dann wirklich unendlich, wenn du ein Storage dabei hast. Was ist denn Musik läuft bei mir eigentlich? Ich habe gerade meine Musik angehalten und trotzdem läuft die Musik. Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie Schallplatten oder so immer. Keine Ahnung. So, ich hab gleich alles vom Exo. Friede, Freude, Eierkuchen. Okay, jetzt mal eine ganz blöde Frage. Wie macht man gelbe Farbe? Aus Flowers. Ja, haben Sie irgendwo ein Schaltblatt hingestellt? Bloß bei mir funktioniert das nicht. Ich leg die ins Inventar, aber ich krieg keine gelbe Farbe daraus. Wo es mir auch von Random Items angezeigt wird, dass das so funktioniert, aber es will einfach nicht. Minecraft. Hast du die Musik nicht auch bei dir, ja? Ja, ich hör sie auch. Aber wo ist die Frage, ne? Von wo die kommt? Oh nein, nur noch 17 Ingots. Geht sich das aus? Ne, ich glaube nicht. Shit happens. Komm schon. Muss ich noch ein bisschen mehr Tin? Ne, ich habe zu wenig Copper eingeschmolzen, bin ich doof. Ich habe keinen Copper mehr. Ja doch, ich habe Copper noch bei mir zu Hause. Da habe ich sogar noch mehr als Tin, aber... Das ist jetzt ein bisschen traurig. Wo kommt die Musik her? Die muss ja von denen kommen. Ja, irgendwer hat sie gesetzt, auf jeden Fall. Das geht sich, glaube ich, aus. Das geht sich sogar aus, oder? Nein! Scheiße. Ah, Mann! Ich brauche noch Copper. Kann ich von dir kurz Copper nehmen, ein bisschen? Ja, nimm ruhig. Alter, wie viel hast du denn? Alter, du hast 671 Copper. Dir geht's wohl nicht gut, ne? Doch, eigentlich schon. Alter. Dann, Wollt ihr nochmal die scheiß Musik ausmachen, sonst hau ich die gleich. Wie kann ich denn was in dein Ding wieder reinlegen? Geht das auch? Ja, in die rechte Kiste einfach rein. Wenn die nicht schon voll ist. Gut. In die Doppelchest. Weil ich nehme mal wieder die Ores raus. By the way. Bam. Die Doppelkiste einfach das wieder reinlegen. Zack, oh, ich hab's gefunden. So, wo haben wir das Copper? Wo hab ich das? Jetzt hab ich mir das Copper nicht genommen, bin ich doof. So, runter hier links da. Kleine Truhe, danke schon. 24 Copper. Yay. Ja, Leute, heute habe ich nur Rüstung. Leute, nur Rüstung. Heute mache ich gerade nur die Rüstung. Wollte ich ein neues Ding bauen, ne? Damit ich mehr Strom kriege. Bei der wievielten Folge bist du eigentlich schon, Alex? Keine Ahnung. Überblick verloren. Oh, einfach zu viele. Einfach zu viel. Einfach zu viel. Ja. Kein Wunder, dass du dann schon alles so hast, ne? Alles hab ich ja gar nicht. Da haben wir. So, da war Fabrikator. Wie war das nochmal? Ach, das war. Ach, da wollen wir wieder Magma Cream für. Dein Liquid Lava hat nur noch 2050 von 4000. Nur noch 1900 von 4000. Hast du oben meinst du das? Bist jetzt ein Live-Ticker. Ja. Hast du Blaze Powder oder hast du noch Lava Cream? Magma Cream habe ich noch 2 bei mir zu Hause. Ja, kannst du mir bringen, wenn du willst. Ja, komm, mach ich dann gleich. Wenn er will. Ja, wenn ich will. Ne? Ja, das war eigentlich war das kein, wenn er will. Das war eigentlich so, ja komm, Alter, du hast es jetzt schon benutzt, jetzt gib mir auch wieder zurück. ja, das aber jetzt. Aber ich brauch auch Blaze Rose, scheiße, hab ich doch keine mehr, oder? Also ich werde das jetzt mal so machen, ich flieg zu mir nach Hause. Mach mal. Hol mir erstmal Eisen von mir zu Hause. Für die Verteidigung. Oh, ich hab keine Blaze Rods mehr. Ach ja, by the way, ich werde mir von dir wahrscheinlich Quarz nehmen, falls du was hast, Router. Nee, hab ich nicht. Egal, ich schau einfach mal nach. Kann mir gleich mit dir in die Hölle gehen, weil ich brauche eher Blaze Rods, hab ich gerade gesehen. Ach schön, okay, dann können wir das dann später in nächster Folge nochmal machen. Kann ich mein Magma Fabrikator gar nicht bauen, ja, super. Dann wie ist das andere Magnetic Med
die suchen gerade die Musik. Ich hab's doch schon abgebaut. Aber Hauptsache, die suchen gerade. Genau, Eisen brauche ich ja. Was würde ich jetzt machen? Ach, da brauchen wir wieder Ingwer-Gear für, ne? Ingwer. Ingwer stellt nochmal wie her? Ferrus und Eisen. Eisenerz wieder. Zwei Ferrus Iron und Eisen, wohin? In Schmelze, ne? Kann man auch machen, kannst du auch Pulverized nehmen. Pulverized Eisen und Pulverized Ferrus. Ferrus, da müsste ich noch was machen. Weil du das gerade gesagt hast mit Pulverized Eisen. Verhältnis 2 zu 1. Ich kann alles, was aus Eisen gebaut wurde, auch in die Smeltery reinpacken, damit Eisen entsteht, oder? Hey, wie schaut mir das jetzt? Oder? Was willst du? Ich kann alles, was aus Eisen gemacht wurde, in die Smeltery reinlegen, damit Eisen entsteht. Theoretisch. Kriege ich dann Eisenbarren raus, oder wie schaut das aus? Wenn du es für entsprechende Cast hast, zum Rausgießen, ja. Welches Verhältnis hast du gesagt? 2 zu 1, also 2 Eisen, 1 Ferrus. Okay. Das kann ich auch mit Barren machen wahrscheinlich, ne? Wenn du die Schmelze verwendest, ja. Ach, da hast du es. Dann hau ich da jetzt ein Stack Eisen rein und ein halbes Stack Ferrus. Alter, das ist viel zu viel, ich habe nicht mal ein halbes Stack Eisen. Okay, Molten Bronze. Bam. Eisen habe ich, warte, wie viel Eisen habe ich? Warte mal, kann ich dir sagen. Jetzt noch 403. Hm. Interessant, auf jeden Fall. Ne? Brauche ich dann auch ein bisschen von dir. Ja, nimm ruhig. Yay. Kämpft da gerade wer draußen? Ich bin aber einen Kaktus hingeblieben. Achso. Ich bin fertig! Ich habe dir sogar noch ein bisschen Bronze hinterlassen, ne? 28. Ja, dann mach Barren raus oder sonst was. Okay. Komm schon da, zack. Und ja, ich hab die Exo-Goggles. Finde ich schön. Die Exo-Goggles. So. Ich hol mir kurz. Haben die brauche ich jetzt. Was ist da los? Alter, deine Minions, ne? Laufen die los? Nee, aber da kriegt man voll Angst bei den Geräuschen, die sie machen. Yes, mach's. Laufen sie los oder nicht? Laufen sie nicht los? Ich sehe es gerade nicht, ich bin gerade in der Truhe. Ne, sie laufen nicht los, die zwei bleiben noch immer stehen. Und, was brauche ich noch? Genau. Jetzt sind sie weg. Ich suche nach Quarz, habe ich ja gesagt. Du hast wirklich kein Quarz. Trauriger Mann. Was habe ich nicht? Du hast kein Quarz. Trauriger Mann. Nee, sag ich ja. Warum? Ich war ja nicht in der Hölle. Gut. Wie weit seid ihr? Wir sind bei 28 Minuten halb. Gleich. Ja. Also ich mache jetzt noch schnell Quarz drauf auf meine, keine Ahnung, ob Goggles oder Schuhe. Was hast du auf deinen Schuhen draufgehauen? Quarz, ne? Ich, ja. Und Alex, du auch? Ja, Schärfe habe ich drauf. Okay, dann mache ich das auch mal drauf. Das haben wir bei einem Gemeinschaftshaus, oder? Meine Minions wollen nicht mehr. Ja, dann mach ansammeln und summon sie wieder. Das habe ich gerade eben erst gemacht. Ich brauche ein Tinkertable, hast du gesagt, gell? Ja. Für diesen Blödsinn. Ja. So, das heißt, ich mache hier die Schuhe rein. Und was mache ich jetzt? Drumherum oder was? Quarz. Ja. Nee, funktioniert nicht. Jetzt weißt du, warum ich so viele Sachen rein habe, ne? Ich dachte auch, ich die ganze Zeit meine Minions sammeln halt. Ja. Ich muss mal nachgucken, ja, wie geht das jetzt? Ich bin in einem Tinkertable. Ah, mein? Nee, ich bin im Gemeinschaftshaus. Ein Tinkertable. In die Mitte kommt das Gedöns, was soll die Schuhe? Die Schuhe, ja. Genau. Und außenrum dann Quarz. Ja. Quarzblöcke oder was? Das müsste ich mit beiden gehen, sowohl als auch. Aber mach mal Blöcke also draus. Quarz. Ich hab 1333 Cobblestone. 1333. Okay. Ja, Leute, ich würde sagen, 29 Minuten. Ich mach noch schnell ganz kurz einen Block draus und versuch's aus. Und dann. Machen wir einen Cut, ne? Ja, machen wir einen Cut. So, warte. Du hast meine Blumen hingelegt. Bin ich gerade dumm? Hä? Netherquarz kann man nicht zu Blöcken umwandeln? Ach, egal. Komm, nächste Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.